Union und SPD erzielen eine Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen. Bis zum 31. Juli soll der Nachzug ausgesetzt bleiben. Anschließend soll er auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung. Das Weiterbestehen der Härtefallregelung war im Sondierungspapier bisher nicht fixiert. Die genauen Details für diese dauerhafte Neuregelung werden in den kommenden Monaten noch erarbeitet. Mit diesem Kompromiss erzielen Union und SPD erstmals einen gemeinsamen Nenner in den Koalitionsverhandlungen. Tagelang ist das Thema Flüchtlinge nämlich der größte Streitpunkt zwischen den Verhandlungspartnern.